und verkauft. Im Internet oder auf 480 Quadratmetern seinen Laden in Nicht-Friedrichshain. Bis heute. Denn jetzt gibt es noch eine neue Berlinomat-Adresse, an der Touristen Last-Minute-Geschenke aus dem Automaten ziehen können. Es sieht ein bisschen aus wie die Enthüllung eines Kunstwerks. Doch das, was heute am Hauptbahnhof präsentiert wurde, ist ein Automat. Aber nicht für Getränke oder Schokoriegel, sondern für Geschenke von Berliner Designern. Zwischen Zug- und Bahnsteigkante können sich Kurzentschlossene ab sofort noch eben einen Brillenhalter, eine ausrollbare Einkaufstasche in Plastiketui oder eine Schultertasche ziehen. Zu einem Preis zwischen 7 und 60 Euro. Der regierende Bürgermeister ist schon jetzt bekennender Fan des Berlinomaten. Oft hat man ja keine Idee, immer eine Flasche zu kaufen oder einen Blumenstrauß. Ist auch manchmal langweilig. Und hier kommen ein paar gute Ideen, die einen praktischen Bezug haben, aber einfach schön. Die Passanten im Hauptbahnhof beäugten das hell erleuchtete Gerät eher kritisch. Das werden bestimmt viele Touristen sein, die sich das erstmal anschauen und für sich entscheiden, was ich da gerne nehmen möchte oder nicht. Ich gehe lieber in Geschäfte und nehme Sachen, die ich auch anpassen kann, statt etwas an einem Automaten zu kaufen. Vielleicht müssen sich die Berliner und die Touristen erst noch an den Berlinomaten gewöhnen. Jörg Wichmann, Chef der Berlinomat GmbH, ist sich jedenfalls sicher, dass seine Idee noch einschlagen wird. In 4 Wochen will er am Flughafen Tegel einen weiteren Automaten aufstellen. Nicht, dass Sie jetzt denken, uns ist die Puste ausgegangen, aber das war es definitiv für heute von uns. Die nächsten aktuellen Informationen und Berichte aus der Region, die gibt es natürlich im RBB Update. Und schließen Sie sich dann für Liti darauf, dass das Deutsche mit dem Kreuz und RBB Update antwortet.